Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Channel News. Ja, ich lebe tatsächlich noch, zumindest denke ich, dass ich noch lebe. Und ja, also willkommen. Ja, setzt beiseite, ich lebe noch. Und möchte euch in dieser neuen Ausgabe von den Channel News ein bisschen berichten, wie es hier denn so weitergeht. Denn es war ja letztes Wochenende, also letzte Woche, da 24 sollte streamen und danach habe ich es mir schon länger gesagt. Da wir strukturieren das Ganze ein bisschen anders, denn ihr wisst es, ich habe Schule, bin da deshalb relativ viel am Reisen, also ich bin relativ viel mit Schule beschäftigt, aber will eben definitiv YouTube noch weitermachen. War mir ganz, ganz wichtig, wie größer werden, erfolgreicher werden, wie es das halt, wie es halt so ist, wenn man YouTube macht. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich habe schon mal vor ein paar Bomben, zum Beispiel am Anfang des Schuljahres machen, habe dann doch wieder auf Part umgestellt, habe es mit Zelda gesehen, aber langfristig will ich es doch eher auf die Schiene Livestream. Und Zelda kommt es noch fertig, wir haben es komplett fertig aufgenommen, da kommen ab jetzt 3 Tage pro Tag knallhart, ab jetzt jeden Tag, ab morgen, ab Montag, also beziehungsweise wenn ihr es wieder heute, werde ich das durchziehen. Und zusätzlich dazu werde ich euch dann gleich zeigen, in der nächsten Runde werde ich dann was alles einblenden, habe ich einen Streamingplan gemacht, dazu eben gleich mehr, wann ich eben was streame und dann wird es diese klassischen Uploads eigentlich nicht mehr geben, vorerst zumindest. Willst du mal testen eine Zeit lang? Digga, was ist denn hier eigentlich los? War gerade Zweiter. Ich will erstmal eine Zeit lang testen, da sehen wir auch, ob der ganze Spaß so funktioniert, wie ich es mir denke oder ob das einfach vorne und hinten ist hinhaut. Kann auch sein. Auf jeden Fall ist mir einfach wichtig, das ist mir 2 Sachen wichtig. Einmal, dass ich wieder aktiver werde, weil ihr es als Community habt, das verdient. Ihr wollt ja auch Gameplay sehen. Und dann wollt ihr vor allem Zeug sehen, wo mitmachen könnt. Und ich finde nach wie vor, und deshalb finde ich es so geil, dass man auf YouTube livestreamen kann. Das ist die beste Möglichkeit, mit den Zuschauern zu interagieren. Ich meine, klar, Video ist cool. Vor allem als Premiere ist das dann, hat das ein bisschen was für ein Livestream. Aber es ist halt alles nicht so krass wie Livestream. Bei Livestream könnt ihr meistens als Zuschauer mitspielen, im Discord drin sein. Und die seid einfach viel näher am Geschehen dabei. Und deshalb will ich ab sofort auch mehr Livestream. Dazu aber mehr in der nächsten Runde. Wie bereits eben schon in der letzten Runde gesagt, habe ich mir nun einen Streaming-Plan überlegt, auf den ich gleich noch ein bisschen aber eingehen müsste. Denn diese klassische Form von Videos uploaden ist zwar schön und gut, aber es will ich jetzt aus 2 Gründen derzeit nicht weiterführen. Einmal, weil ich habe derzeit einfach mal Bock auf Livestreams. Ich sehe da viel mehr Potenzial drin, als nur Videos hochzuladen. Man tut direkt mit der Community interagieren. Man schafft da viel mehr auf einmal. Ich meine, klar, wenn ich normal Videos aufnehme, habe ich auch mal Aufnahmesessions, wo ich 2-3 Stunden dran sitze und aufnehmen. Aber es ist halt so was anderes, ob man das aufnimmt. Man sitzt allein vor der Kamera in dem Moment und führt quasi Selbstgespräche. Und es wird halt im Nachhinein von der Community angesehen. Oder man tut es direkt Livestream. Und es sind direkt zu einem Livestream 10 Zuschauer dabei, die einen zuhören und dir das gefällt. Also es sind 2 andere Sachen. Deshalb derzeit einfach mal Bock auf Livestream. Und sehe da persönlich auch gerade im Bereich Gaming mehr Potenzial drin als in Videos. Und es wird im Jahr 2019 angekommen. Livestreaming wird immer mehr auch die Zukunft werden. Nur meine persönliche Meinung. Ich sag nichts gegen YouTuber, die Videos hochladen. Am besten man macht eine Mischung wie Nintendo, finde ich auch ganz geil. Aber ich habe mich eher dazu entschlossen, wirklich so zu streamen. Und da habe ich auch überlegt, machst du es auf YouTube oder machst du es auf Twitch? Weil eigentlich ist ja Twitch die Streamer-Plattform. Aber ich bin ein bisschen faul. Und ich habe jetzt schon hier YouTube mir aufgebaut und bin auf YouTube unterwegs und man kann streamen. Klar, das Interface auf Twitch ist hier und da ein bisschen benutzerfreundlicher und für Streams besser angepasst. Trotzdem, ich bin ja auf YouTube unterwegs, deshalb tue ich weiterhin YouTube Livestream wie gehabt. Und habe mir da jetzt eben an so einen Streamingplan überlegt. Und ich glaube, das könnte auch ganz gut funktionieren. Und hier geht doch 200 CCM, ne? Das ist unfassbar schnell und eklig und schlimm gerade alles. Oh Mann. Ich werde euch gleich einen Plan zeigen. Ich kann trotzdem von nichts garantieren. Ich kann trotzdem immer wieder Streams ausfallen, nach wie vor. Wegen Schule. Aber es hat mir jetzt auch eine andere Streamzeit überlegt. Ich würde sagen, ich blende jetzt einfach mal ein bisschen ein.
ihr könnt ihn sehen. Ich werde dazu jetzt auch einfach ein bisschen was erzählen, damit ihr wisst, was Sache ist. Montag habe ich es angesetzt, 15 bis 17 Uhr Mario Kart 8 Deluxe Online Stream, ihr könnt mitspielen. Dienstag kommt nix, Mittwoch kommt von 16 bis 18 Uhr Super Mario Maker 2 Online. Am Freitag kommt von 15 bis 18 Uhr Luigi's Mansion 3, von 20 bis 22 Uhr Splatoon 2 Online, von 13 bis 1 Uhr Minecraft und am Sonntag kommt von 10 bis 12 Uhr Animal Crossing Let's Go to the City. So, das sind jetzt ein paar Sachen, also ein einzelnes, sag jetzt geschwind was. Bis auf Freitag habe ich mich generell zu entschlossen, eher teilweise nachmittags zu streamen, weil ich da am besten Zeit habe. Einfach gesagt, meine Hausaufgaben mache ich davor und für die Schule lerne ich eh besser abends oder so Netflix-Serien oder was auch immer. Und da dachte ich, hey, dann stream doch einfach live während unter der Woche. Ich meine, du bist auf Realschule, du hast keinen Nachmittagsunterricht, nutzt das aus. Wenn meine Freunde von Gimi so in Zeiten, wo ich Livestreame montags und mittwochs nachmittags haben, hab's ich nicht. Ganz einfach. Ist eigentlich ganz gesillt. Freitag ist das Special von 15 bis 18 Uhr, Luigi's Mansion 3. Da wird der Sam mitstreamen. Da kommt der freitags immer. Bis jetzt haben wir immer Zelda aufgenommen. Da ist er jetzt halt dabei und wir streamen. Manchmal bleibt er auch noch länger, dann ist er bei Minecraft auch dabei. Und Sonntag, Animal Crossing, Let's Go to the City, ist halt am Vormittag. Weil ich denke, Animal Crossing ist ein geiles Projekt und vor allem am Vormittag ist es ganz cool. So, wisst ihr Bescheid, das war der Plan. Jetzt habt ihr da auch mal ein bisschen drauf reingeblickt. Ihr könnt das Video nochmal anhalten, wenn ihr zurückspulen, wenn ihr den Plan nochmal sehen wollt. Auf jeden Fall, das ist eben soweit mein Plan. Ich hoffe, der gefällt euch einigermaßen. Ja, ich will das mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich denke, mit Streaming-Zeiten zum Nachmittag ist besser als am Abend, weil ich ja generell eher Zeit habe. Und zumal da meine Freunde an den Tagen großen Tags Nachmittagsunterricht haben, könnte da eigentlich auch nichts in die Quere kommen. Kann natürlich trotzdem mal sein, dass irgendwas entfällt. Heute zum Beispiel an dem Montag wird es das noch nicht geben. Also generell gilt der Plan gilt erst ab nächster Woche. Also haben wir euch jetzt in dieser Woche gezeigt. Gelten wird erst ab nächster Woche. Muss doch sagen, das weiß ich jetzt gerade, dass ich mir diese Woche bis Donnerstag ein Buch fertig lesen muss für eine Buchbesprechung, wo ich nicht viel angefangen habe. Das ist auch so eine typische David-Aktion. Deshalb habe ich jetzt morgen leider keinen. Also vielleicht gibt es morgen einen kurzen Markt, ich weiß es nicht. Also ihr seht das Infovideo hier, wahrscheinlich wird es heute an dem Tag kein Mario Kart 8 Deluxe Online Stream geben, weil das dann das Video hier Mario Kart thematisch ist. So. Mittwoch weiß ich nicht, ob ich es auf dem Mario Maker Stream mal sehen. Weil da habe ich halt mit meinem Buch gerade relativ viel zu tun. Also kann sein, dass Mario Maker nicht kommt die Woche. Freitag, diese Woche startet definitiv noch nicht. Vielleicht mit einem Freitag bin ich auch nicht da. Bisschen weird, weil da bin ich nämlich in Münster ab einem schönen Arzttermin. Das heißt, durch das Mensch wird erst übernächste Woche starten. Ja, ist das geil! Vielleicht wird wieder ein Ausweistermin. Ich muss mit dem Sam mal reden. Also Plan diese Woche abweisen und nächste Woche noch definitiv regulär. Fängt das mal geil an. Also ich denke, ich kann mir gut vorstellen, nächste Woche Sonntag, dass wir mit Animal Crossing am Vormittag starten werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil mein 30-Capsule-Card, das mit Reparatur dauert immer noch ein bisschen länger. Also einfach mal sehen, wie das irgendwie wird. Das war jetzt das eine Thema zu dem Streamingplan. Ich sag nächsten Training gleich noch eine ganz kurze Sache dazu. Und dann sage ich noch was anderes und dann war es auch wieder mit dem Video. Bis gleich. So, letztes Rennen für heute. Abschließend sei aus diesem Plan eben gesagt, offiziell starten tut er ab nächste Woche Montag, das ist dann der 11. sogar zum Geburtstag von Sven. Da startet auf jeden Fall der ganze Spaß, offiziell, mit dem Plan. Wie gesagt, jetzt diese Woche haut es noch nicht so richtig hin. Es kann immer mal sein, dass mal ein Stream entfällt oder ist der Klassiker, freitags irgendwas das Wissen kommt mit Minecraft und Co. und ist es dann am Samstag nachhol. Kann immer mal sein. Und dass mein Stream komplett ausfällt. Ihr wisst es, ich habe auch noch ein Privatleben und das hat es in den letzten Wochen mehr gebraucht wie davor. Aber ich will jetzt wieder zurückkehren zu YouTube und zwar aktiv. Bis jetzt war es so, ich habe ab und zu gestreamt, leider in letzter Zeit sehr selten. Dann kam unregelmäßiger wie die Cuts, kamen Zelda-Videos hoch. Ich verspreche euch jetzt, dass es das alles wieder realisiert und regelmäßiger wird. Weil ich will das immer noch durchziehen. Ich habe das wirklich lange überlegt, sollte es machen oder nicht, trotz Schule, aber mir ist wieder klar geworden, eigentlich immer, wenn ich drüber nachdenke, ja David, du willst es.
weil ihr habt mir inzwischen schon so oft gezeigt, was für eine geile Community ihr seid. Und gerade mit so krassen Erlebnissen wie dieser Gamescom, das sind Sachen, die motivieren einfach, wenn man dran denkt, die wieder zu erleben in irgendeiner Form. Und deshalb auf jeden Fall, ich bleib am Ball, ich mach weiter. Und das freut mich, das freut uns. Das war die eine Sache. Die andere Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist eher so dankend für den hammergeilen 24 Stunden Stream. Ich tue mich da im Rahmen von den guten Dr. Jäger, da wie er hieß, aka Philipp, Sam, auch im Namen von denen, bedanke ich mich ganz herzlich an alle, die beim 24 Stunden Stream dabei waren. Der war super mega geil. Auch das Messbros-Turnier, der war wirklich episch. Fand ich sehr, sehr cool von euch, dass da so viele dabei waren. Hat mega, mega viel Spaß gemacht. Wird es bestimmt irgendwann mal wieder geben. Ich meine, jetzt im Februar haben wir auch das vierjährige... Ach du Scheiße, das vierjährige... Ich glaube, das ist das vierjährige Bestehen von Gamercode. Heidi Wuski, 2016. Wir verlebten mein erstes Geburtstag. 2018... Zweiter, 2019 dritter, tatsächlich vier Jahre Gamercode. Kann ich selbst kaum glauben. Da feiern wir 2021 schon fünfjähriges Bestehen. Ja, Halleluja. Das wird ein Spaß werden. Ihr seht schon, da kommt noch einiges auf uns zu. Aber es war bis einfach nur bedanken für alle, die beim 24-Stunden-Stream dabei waren. War sehr cool. Das war's mit der heutigen Channel News. Die gibt's ab jetzt auch alle einmal im Monat. An den ersten Montag im Monat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!